Die Sonne lacht, ein herrlicher Tag, fantastische Bedingungen heute im Berliner Olympiastadion. Und die Berliner Fans stehen wie ein Mann hinter ihrer Mannschaft. Die Bears, wie immer in Schwarz-Orange, von der ersten Minute an ganz stark, lassen den Münchnern kaum Raum für eigene Aktionen. Abstoß, Robin Krajpowicz. Die Berliner erhöhen den Druck über eine, zwei, drei Stationen. Starker Abschluss vom Publikumsliebling und Mittelstürmer Oke Haas. Berlins Trainer Michael Geisler, wie immer, ganz die Ruhe selbst, obwohl er sich Sorgen machen müsste. Die Bears hatten in den letzten Monaten einige Abgänge, aber im Stammkader steckt noch großes Potenzial. 20. Minute, Hannes Kirsch mit einem herrlichen Pass auf Nachwuchstalent Kai Becker. Der sieht vollkommen frei Dominik Baumann auf der linken Seite. Was für ein Schuss und Tor! 1:0 für die Berliner Energiebären. Trainer und Fans sind begeistert. Der Favorit aus München scheint am Boden zu liegen. Aber die Freude währt nur kurz. 35. Minute, Bastian Schweinsteiger tunnelt Berlins Müller. Klose nimmt den Ball auf, verwandelt vor Bayern Abwehrchef Krajpowicz und Schlussmann Kunert zum 1:1 Ausgleich. Ist das die Wende im Berliner Olympiastadion? Geht doch wie Sprezelbacken, denken die Münchner Fans. Zu viel Stress für Trainer Geisler. Mannschaftsärztin Dr. Kottke verordnet Baldrian bloß keine weiteren Aufregungen. Nach dem Seitenwechsel die Bears jetzt mit neuer Energie, kraftvoll gekoppeltes Spiel nach vorne. Und sie hat jetzt das Heft in der Hand, Mannschaftskapitänin Lilly Andres. Die Longshot Lilly treibt die Jungs nach vorne. 83. Minute, Silvio Müller, Alleingang, schöner Querpass auf Sascha Handloser. Der Volley zum 2:1 Endstand im Berliner Olympiastadion. Eine tolle Kombination der beiden Ex-Münchner sorgt nach dramatischen Schlussminuten für die Entscheidung. Was für eine Power steckt in diesem Team. Ein verdienter Sieg für die Mannschaft der Berliner Energieagentur. Ein wahres Sommermärchen natürlich.